Hi, lustige Story. Oder nicht so lustig, aber Story auf jeden Fall. Letztes Mal, als ich die abgebrochenen Reihen von 2021 gemacht habe, stand ich tatsächlich hier beim Drehen und dachte, ich stelle euch jetzt die abgebrochenen Bücher vor, die ich 2021 hatte. Und dann habe ich reingelesen auf meinem Zettel und dachte mir, was? Wollte ich nicht ein anderes Video machen? Und jetzt, ja, bin ich hier und stelle euch tatsächlich die abgebrochenen Bücher von 2021 vor. Ich denke, ich hoffe, das ist das letzte Video 2021, es ist schon April. Und diesmal habe ich sogar eine Statistik dafür. Ich habe 9 Bücher abgebrochen in 2021. Es waren ganze 989 Seiten, die ich in diesen Büchern gelesen habe, bevor ich sie abgebrochen habe. Pro Buch macht das ungefähr 110 Seiten. Also ich lasse mir schon Zeit. Ich lese meistens ganz schön weit, bis ich mich tatsächlich dazu entscheide, es abzubrechen, außer ich möchte es nur anlesen, um zu gucken, wie es so ist. Dann höre ich so nach spätestens 50 Seiten auf. Aber wenn ich wirklich rausfinden will, ob das was für mich ist oder nicht und es wirklich eigentlich auch gerne mögen möchte, dann lese ich meistens schon bis Seite 100. Und es waren 3 Hörbücher, die ich abgebrochen habe. Insgesamt macht das 803 Minuten, also 13 Stunden, die ich in Hörbüchern gehört habe, die ich letztendlich nicht beendet habe. Meistens in einem habe ich wirklich weit gehört. Und pro Hörbuch macht das ungefähr 268 Minuten, also ungefähr 4,5 Stunden. Es sind also, falls ihr mitzählen könnt, 12 Dinge, die ich abgebrochen habe in 2021. Fangen wir an, damit wir schneller durch sind. Fangen wir mit dem ersten Hörbuch an. Das war im März. Die ersten 3 Dinge habe ich im März abgebrochen. Zum einen das Hörbuch Die Kinder der Zeit. Darüber habe ich schon geredet. Das ist das einzige Buch, das ich aus meiner Liste von 9 Autoren für 2091 tatsächlich abgebrochen habe. Doch da habe ich mir wirklich lange Zeit gelassen. Bis zur Hälfte des Buches, also ich habe 9 Stunden gehört in diesem Hörbuch und es hatte nur 19 Stunden, glaube ich, ungefähr 19 Stunden, ein bisschen mehr. Also fast bei der Hälfte habe ich abgebrochen. Es war einfach super langweilig, ich habe es nicht richtig verstanden. Es kam nicht zum Punkt, ich wusste nicht, was es will und das, was es mir erzählt hat, fand ich nicht super spannend. Ich kann verstehen, was manche Leute dran finden. Für mich war es halt einfach nichts, weil es mir einfach keinen richtigen Protagonisten geboten hat, was ich irgendwie brauche. Ich brauche irgendwie einen Anker in der Geschichte und das hat das irgendwie überhaupt nicht für mich. Und ja, deswegen sage ich nicht viel dazu, auch nicht viel zum Inhalt dieses Buches. Erstens ist es relativ bekannt, zweitens habe ich jetzt schon in sehr vielen Videos über dieses Buch geredet. Deswegen kommen wir zu der zweiten Sache. Und zwar war das ein Buch namens The Song of Achilles, habe ich auf Englisch versucht zu lesen. Und ich habe bis Seite 141 gelesen und dann ist abgebrochen. Es war okay, sagen wir mal so. Und ich verstehe auch, warum einige das super gehypt haben im englischsprachigen Bereich. Aber es ist halt eine Geschichte, die schon bekannt ist. Ich mochte die Repräsentation von LGBTQ-Themen da drin, aber ich mochte irgendwie die Protagonisten nicht. Ich mochte deren Beziehung nicht so richtig, obwohl das Einzige war, was mir so ein bisschen Halt gegeben hat. Aber ich war dann bei Seite 141 an einer Stelle, wo sie sich gegenseitig betrogen haben, aus einfach keinem vernünftigen Grund. Und dann dachte ich mir, nee, das ist mir nicht wert. Dieses Buch bietet mir nicht genug Spaß, um solche Stellen, die mir nicht gefallen, wieder gut zu machen, sagen wir mal so. Und dann habe ich es abgebrochen. Ich verstehe, warum andere es gut finden, können die auch gerne machen. Es war einfach nicht meins. Das wollte ich damit sagen. Und gut ist. Also es geht um die Achillessage und um eine Liebesgeschichte. Ich glaube, viel mehr muss man dazu auch nicht sagen. Dann habe ich noch abgebrochen What If It's Us von Abeke Albertalli, glaube ich, und Adam Silvera. Habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, die ganzen Autoren, aber ihr seht hier das Cover. Da bin ich auch sehr weit gekommen, fast bei der Hälfte, glaube ich, angekommen. 184 Seiten habe ich in dem Buch gelesen. Ich mochte die Becky Albertalli-Kapitel, obwohl die keine wirkliche Substanz hatten und einfach nur so dahingetrieben sind. Die Adam Silvera-Kapitel hatten mehr Geschichte, mehr Substanz. Aber ich mochte den Schreibstil überhaupt nicht. Und ich mochte den Protagonisten überhaupt nicht. Und ich habe schon viel davon gehört, dass das keine besonders gesunde Beziehung zwischen den beiden jungen Männern in diesem Buch ist. Also es geht um 2 junge Männer und es wird aus beiden Sichtweisen erzählt, die sich eines Tages treffen, anfangen zu daten und das klappt nicht so richtig am Anfang, bis ja, es dann irgendwann klappt. Und ja, war einfach nichts für mich. Ich mochte es nicht unbedingt. Dann im April habe ich 2 Bücher quasi von derselben Autorin abgebrochen, von Jessica Park. Zum einen dieses Buch hier, Im freien Fall oder wie ich mich in eine Pappfigur verliebte, habe ich bis Seite auch 181 gelesen, also auch sehr weit und dann abgebrochen. Ich glaube, ich habe es mit jemandem zusammen gelesen und wir fanden es beide nicht so gut.
Es geht um ein junges Mädchen, das auf die Uni geht und deswegen bei einer Freundin ihrer Mutter einzieht. Und um da nicht Miete bezahlen zu müssen, passt sie halt auf die Tochter dieser Freundin auf, als Gegenleistung quasi. Und ja, diese Tochter hat, glaube ich, ich weiß nicht, irgendwas hat sie, Autismus, ADHS, irgendwas in der Richtung. Ich weiß nicht genau, das wird nie erwähnt in diesem Buch. Aber man merkt auf jeden Fall, dass sie sich in manchen Situationen anders verhält, als man es erwartet von einem Mädchen in ihrem Alter. Was absolut okay ist, es wird nur super schlecht damit umgegangen. Wir mochten beide die Protagonistin null. Sie war super selbstverliebt und hat an allen und jeden rumgemeckert, weil sie alle blöder fand als sich selber. Und sie hat vor allem an diesem Mädchen halt, sie hat viel zu viel von ihr erwartet und viel zu viel an ihr rumgemeckert. Und sie versucht, in Sachen zu drängen, wo sie sich nicht wohlgefühlt hat. Und es ist immer gut für sie ausgegangen, was in Realität halt nie so passieren würde. Und ja, wir mochten einfach die Protagonistin nicht. Und das hier war ein Read. Ich mochte dieses Buch mal und jetzt nicht mehr. Aber ja, ich belasse es dabei, weil ich auch über dieses Buch schon öfter geredet habe. Und das andere von der Autorin war 180 Seconds und Meine Welt ist deine. Ist ein Hörbuch, das es auf Spotify gab. Und ich dachte mir, wenn ich das schon blöd finde, ich probiere einfach das hier mal aus. Und ich habe nach 113 Minuten Schluss gemacht. Es war okay, es hat jetzt bis dato mich nicht super aufgeregt oder so. Ich fand auch da die Protagonistin jetzt nicht super sympathisch, aber es war okay. Der Love Interest war eher das Problem. Er war nicht so, wie ich mir einen jungen Mann gerne vorgestellt hätte. Aber ich kann dazu echt nicht mehr viel sagen, weil ich fast alles komplett vergessen habe. Ich weiß nur noch, dass es darum ging, dass sie sich geküsst haben. Und nach diesem Kuss, weil das irgendwie ein Experiment war für einen anderen Studenten, der das für die Uni brauchte, war sie auf einmal total verliebt. Obwohl sie den Typen vorher nicht mochte. Und jetzt war sie auf einmal verliebt. Er ist mein Traummann, obwohl sie ihn null kennt, sie hat ihn nur geküsst. Das war's. Also, ja, nicht meins. Deswegen habe ich es aufgehört. Es kann sicher von da aus ein super tolles Buch sein. Ich weiß es nicht. Es war nur nicht so, dass es mich bis dahin unterhalten hätte. Und dann kam dieser Kurs und auf einmal ist sie super verliebt wegen eines Kurses. Und da dachte ich mir, ja, das ist nicht die Realität, die ich gerne lesen möchte. Im Juli waren es 3 Bücher. Zum einen das E-Book Kiss Me Never habe ich nach 30 Seiten abgebrochen. Ich habe nur so reingelesen, weil ich schon mir ziemlich sicher war, dass es mir wahrscheinlich nicht so gefallen wird. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich das Buch da runtergeladen hatte oder schon vorher hatte. Es war aber, glaube ich, auf jeden Fall umsonst. Und deswegen, ich kann umsonst E-Books irgendwie nicht so richtig entfliehen. Ich muss sie dann immer runterladen. Und dann wenigstens ausprobieren. Und ich habe es ausprobiert, aber vom Klappentext und so, es war schon so eine Liebesgeschichte in Richtung New Adult. Liebesgeschichtenbuch, die mir wahrscheinlich nicht gefallen wird. Und so war es auch. Nach 30 Seiten konnte ich schon ziemlich genau sagen, dass das jetzt nicht unbedingt meins sein wird, weil es so auf eher eine toxische Liebesbeziehung rausläuft. Deswegen habe ich es sein gelassen. Aber nach 30 Seiten, wie gesagt, kann ich nicht viel zu diesem Buch sagen. Ich verlinke euch dieses Buch wie immer, wie jedes Buch in der Infobox, falls ihr mehr dazu erfahren wollt. Ich kann euch jetzt auch nicht wirklich viel über den Inhalt dieses Buches sagen, weil, wie gesagt, ich habe nicht viel gelesen. Dann als zweites habe ich abgebrochen, wieder ein Reread. Wie Flammen auf Eis habe ich nach 123 Seiten abgebrochen. Das hat mir auch beim ersten Mal super gefallen. Positiverweise, überraschenderweise, weil ich davon damals nicht so viel erwartet habe. Das habe ich, glaube ich, als Leserundenexemplar von Lovely Books oder so bekommen. Und dann hat es mir überraschend sehr gut gefallen. Und jetzt beim Rereaden dachte ich mir, warum hat mir das damals nochmal gefallen? Ich weiß es nicht so genau. Es geht um eine junge Polizistin, die in den Urlaub fährt nach, ich glaube, L.A., auf jeden Fall Amerika, und dort so einen Schauspieler trifft. Und dann hatten sie einen One-Night-Stand, glaube ich, und dann sind sie auf einmal verheiratet, weil sie betrunken geheiratet haben, so wie es halt funktioniert. In Vegas, glaube ich, geht das. Also ich glaube, die sind in Vegas. Auf jeden Fall müssen sie da irgendwie wieder rauskommen. Und nach 123 Seiten konnte ich schon sagen, ja, das ist jetzt nicht so das, was ich jetzt nochmal lesen möchte. Es war jetzt nicht super Schlimmes, Toxisches dabei, aber es war auch eher so oberflächliches Dahingeplätscher und nicht wirklich viel Tiefgang und mehr so, ich denke, ich kenne dich, weil ich ein Bild von dir im Kopf habe, obwohl ich nicht wirklich mit dir rede. Und deswegen weiß ich, wer du bist, obwohl ich nicht wirklich mit dir rede. Also, ja, weiß ich nicht. Einfach nicht meins. Ich verstehe, warum ich das damals ganz gut gefunden habe, weil es eben nicht so toxisch ist und so, wie die anderen Bücher gewesen sind. Aber
sonderlich unterhaltsam fand ich das diesmal eben auch nicht. Und das letzte Buch aus dem Juli, das ich abgebrochen habe, war Redwood Love Band 1 von Kelly Moran. Das war ja überraschenderweise super positiv bei mir, als ich das erste Mal gelesen habe, obwohl mir einige in den Kommentaren geschrieben haben, dass sie das überhaupt nicht gut fanden. Und ich konnte so ungefähr ihren Punkt sehen, aber ich mochte es trotzdem gerne. Und ich konnte mich selber nicht davon abbringen. Dann habe ich Band 2 gelesen, fand es nur noch okay. Band 3 fand ich furchtbar. Und jetzt dachte ich mir, komm, du musst nochmal Band 1 lesen, um zu gucken, ob das auch furchtbar ist und du dir damals nur was eingebildet hast. Oder ob das tatsächlich wirklich viel besser ist als der erste Band, dritte Band. Und Überraschung, Überraschung, da ich es abgebrochen habe nach 152 Seiten. Es ist nicht besser als der dritte Band. Ich habe es mir noch schön geredet, weil ich es unbedingt so haben wollte, scheinbar. Ja, es geht um eine junge Frau, die ein Kind hat, ein autistisches Kind, glaube ich, und damit in eine neue Kleinstadt zieht. Und dann lernt sie einen Tierarzt kennen, der mit seinen beiden Brüdern eine Tierarztpraxis dort betreibt. Natürlich will die ganze Kleinstadt, dass sie da zusammenkommen, weil sie so ein schönes Paar sind. Und irgendwann tun sie es natürlich dann auch. Dieses Ganze, die Stadt versucht sie zusammenzutreiben, fand ich damals schon nicht so toll, vor allem weil das ja die Mutter des Tierarztes und ihre zwei Schwestern sind, glaube ich, die auf jeden Fall so viel Druck ausüben. Aber immerhin erkennen die das auch in dem Buch, dass die halt so Druck ausüben und so, aber die machen halt nie was dagegen. Die sagen nie, hey, hör mal auf, das ist unsere Entscheidung, nicht deine oder sowas. Naja, auf jeden Fall war das nicht mein Problem, es war eher... Es gibt schöne Seiten an diesem Buch, wirklich. Zum Beispiel diese eine Szene, die auch in dem, der Leseprobe drin ist, wo dieser Tierarzt sich um die autistische Tochter unserer Protagonistin kümmert. Und das ist eine sehr süße Szene, wo sie gemeinsam den kleinen Hund baden, den sie sich neu zugelegt haben und so weiter. Es ist wirklich niedlich, wie er mit diesem Mädchen umgeht. Aber die Liebesgeschichte basiert halt sehr viel auf Druck und auf irgendwann wirst du schon einsehen, dass wir zusammengehören. Und das ist nicht unbedingt super gesund für eine Beziehung, würde ich mal sagen. Und das war mein größtes Problem beim Rereaden dieses Buches. Schade, ich hätte mir erhofft, dass ich es beim zweiten Mal auch immer noch gut finden würde. Ich muss es nicht super toll finden, aber immer noch relativ gut. Aber scheinbar nicht. Ich kam auf jeden Fall nicht mehr durch. Ich hatte keine Lust nach 152 Seiten. Dann zu weiteren Liebesgeschichten. Ich habe hier zum einen Stay With Me von Jalen und Fall With Me von Jalen. Die habe ich tatsächlich beide angelesen. Also ich habe sie extra nur so ein bisschen gelesen, um zu gucken, ob sie mir heute noch gefallen werden. Und zwar war das im September. In Fall With Me habe ich 43 Seiten gelesen und in Stay With Me 44, aber beides so ein bisschen quer. Also ich habe so ein bisschen überflogen zu den Seiten, die mich interessiert haben von den Pärchen quasi und nicht nur irgendwelche Nebenszenen mit Freunden oder sowas. Also ich habe nicht wirklich 43 und 44 Seiten gelesen. Ich habe mehr so viele Seiten überflogen und genau gelesen habe ich vielleicht 10. Ich weiß es nicht mehr, das ist jetzt schon ein bisschen her. Und ich muss sagen, dass mir beide nicht mehr so gut gefallen haben. Also es sind nicht unbedingt die gesündesten Beziehungen. Was ich auch nicht mehr erwartet habe, also mir haben die Bücher für... Also die haben mir damals sehr gut gefallen und ich weiß auch warum. Und der Grund war eigentlich auch okay, weil ich fand ja den ersten Band Waiting for You, als ich den reread habe, auch immer noch relativ okay. Auch wenn die Beziehung nicht mehr so gesund gewirkt hat, wie sie beim ersten Mal für mich gewirkt hat. Aber ich fand es trotzdem immer noch okay. Es war schon ein Bad Boy, der so ein bisschen invasiv war, aber nicht allzu schlimm. Hier kam mir das so ein bisschen schlimmer vor, weil die, glaube ich, auch von Buch zu Buch, die Bad Boys, immer aufdringlicher werden und immer mehr ihren eigenen Willen durchsetzen wollen und immer mehr den Willen der Frau immer wieder wegnehmen. Und das waren nur die ersten paar Seiten. Also je weiter man im Buch gekommen ist, denke ich mir mal, je näher die beiden sich kommen, umso mehr versucht der Mann, glaube ich, seinen Willen der Frau aufzudrücken. Ich erinnere mich auch an die ein oder andere Szene aus diesen Büchern, die mir damals so ein bisschen als romantisch vorkam, die ich jetzt aber denke, wie konntest du jemals denken, dass es romantisch ist? Weil der Mann schon sehr sie unter Druck gesetzt hat in diesen Szenen, soweit ich mich erinnere. Und ja, ich glaube nicht, dass ich die nochmal lesen werde. Ich glaube, ich werde auch die Bücher wahrscheinlich irgendwann auch sortieren. Ich habe immer noch so positive Erinnerungen daran. Ich glaube, ich werde die nie wieder lesen und auch nie wieder so gut finden. Von daher weiß ich nicht, warum ich sie behalten sollte.
Irgendwie schade. Immer mehr dieser New Adult Bücher, selbst die, die mir damals gefallen haben und die besser waren als die, die super schlecht waren, finde ich heute trotzdem immer noch schon wieder schlecht. Also mir fallen immer weniger positive Beispiele für New Adult Bücher ein und ich habe wirklich sehr viele zu der Zeit gelesen. Und das waren halt die positivsten, die ich gefunden habe. Und selbst die sehe ich heutzutage eher negativ. Also es ist wirklich schade, ich lese gerne Liebesgeschichten, aber ich weiß scheinbar nicht, wie ich sie auswählen soll. Ich komme immer nur zu diesen toxischen Liebesgeschichten. Falls ihr also irgendwie Empfehlungen habt, es muss nicht unbedingt New Adult sein. Es gibt auch Erwachsenenbücher oder Chick-Lit-Romane oder wie auch immer man die nennt, ganz viele sicher super süße Liebesgeschichten. Also falls ihr da irgendwas nicht Toxisches, aber auch nicht Langweiliges mir empfehlen könnt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich habe manchmal so richtig Lust darauf, aber ich finde in letzter Zeit super selten ein Buch, das mich richtig befriedigt in der Richtung und das in mir nicht das Augenrollen hervorruft oder der Gedanke zu, oh, das ist mal wieder super toxisch. Dann habe ich ebenfalls im September noch ein Hörbuch abgebrochen, aber nicht willentlich, muss ich dazu sagen. Und zwar war das Doctor Who und die Cricketkrieger. Habe ich nach 2,5 Stunden ungefähr abgebrochen und es hat nur 4,5 Stunden oder fast 5 irgendwie so. Ich habe es nicht willentlich abgebrochen, weil ich es auf Spotify gehört habe. Und Spotify ist wie jede Plattform, so wie Netflix und so, heute ist eine Sache da und morgen ist sie schon nicht mehr da. Und zwischendurch wurde scheinbar das Hörbuch runtergenommen und ich konnte nicht mehr weiterhören. Einfach zwischendrin, ich war mitten im Hörbuch, haben sie das Hörbuch runtergenommen und das war's. Vielleicht kommt es irgendwann noch wieder online. Ich würde es nämlich gern zu Ende hören. Ich habe ja nicht mehr viel. Das Hörbuch ist ja nicht wirklich lang, aber ja, es geht einfach nicht. Aktuell kann ich es nicht zu Ende hören. Was super schade ist. Es geht halt einfach um Dr. Who, der hat mal wieder ein neues Abenteuer. Es geht um eine Welt, wo die Cricket-Krieger halt herkommen, die am Rande des Universums ist und die haben halt sehr wenig Sterne und so am Himmel und deswegen haben die nie drüber nachgedacht, dass da draußen noch mehr Leben herrschen könnte. Und als dann eines Tages Aliens bei ihnen landen und mit ihnen interagieren wollen, flippen sie total aus, weil, klar, wenn man immer denkt, man ist ja, die einzigen im Universum quasi, wenn man auch religiös ist, Gottes auserwähltes Volk. Und dann kommen andere Völker des Universums und erzählen dir, wie viele andere Völker in diesem Universum noch leben. Rastest du, glaube ich, ganz schön aus. Und dann haben sie halt die Cricket-Krieger gegründet, die sich geschworen haben, alle anderen Völker im Universum oder überhaupt, die sie finden können, auszulöschen, damit sie das einzige Volk sein werden. Und tatsächlich die Auserwählten Gottes oder was auch immer. Und das klappt natürlich nicht so gut, weil es ganz schön viele Völker da draußen gibt. Aber man muss trotzdem gegen die kämpfen. Und quasi so darum dreht sich die Geschichte in Doctor Who. Aber eigentlich spielt das sehr viel später und um einiges. Also es ist komplizierter, als ich es jetzt erklärt habe. Aber das ist so der Grundgedanke. Und deswegen möchte ich es auch unbedingt zu Ende hören. Weil es eine interessante Geschichte ist, eine interessante Idee, die ich auch nachvollziehen kann, weil wir, glaube ich, auf der Erde auch ganz viele solcher Geschichten haben, vor allem von religiösen Fanatikern. Es gibt ja immer wieder Leute, die denken, sie wären die Auserwählten Gottes und deswegen viel besser als die der anderen oder sonst irgendwas. Das ist auf jeden Fall kein neuer Gedanke für Menschen. Und deswegen ist es interessant, das irgendwie auf das Universum auszuweiten. Aber ich konnte es leider nicht beenden. Vielleicht irgendwann, hoffentlich. Und das letzte Buch, das ich abgebrochen habe, war im Dezember, auch über dieses Buch habe ich schon ein paar Mal geredet, Die Eiserne See von Meljane Brook, Wilde Sehnsucht. Ich hatte einen Steampunk-Roman erhofft, mir erwartet, aber das ist mehr Liebesgeschichte. Eigentlich hätte der Untertitel Wilde Sehnsucht mir schon alles sagen sollen, aber ich habe trotzdem erwartet und nicht bekommen. Ich habe 91 Seiten gelesen und die meisten dieser Seiten haben sich sehr wenig um das Worldbuilding gedreht. Ein bisschen schon, aber sehr wenig. Und mehr um diese anfangende Liebesgeschichte von diesem einen reichen, heißen Typen und der Polizistin, die, ich glaube, irgendeinen Mordfall aufklären muss. Und eigentlich geht es nur darum, wie heiß sie einander finden, aber eigentlich nicht zusammen sein können, weil sie bei der Arbeit ist und bla bla bla. Und ich habe auch bei Rezensionen so gelesen, dass deren Beziehung nicht so unbedingt gesund sein soll. Er hat schon sehr viel sich bei ihr eingemischt. Er hat in einer Szene versucht, ihre Zuneigung zu kaufen quasi. Er hat ihr Geld angeboten, wo ich dachte, what?
Wow. Und ich habe auch gelesen, dass später irgendwie eine Sexszene sein kommen soll, wo sie eigentlich Nein sagt, aber sie trotzdem miteinander schlafen quasi. Man kann das als Vergewaltigung sehen, sagen wir mal so. Habe ich zumindest in der Rezension gelesen und ich dachte mir, bis dahin will ich gar nicht erst lesen und habe es deswegen abgebrochen. Also es war nicht das, was ich wollte und auf jeden Fall nichts für mich. Nichts für mich. Und darüber habe ich ja schon öfter gesprochen, deswegen brauche ich da auch nicht mehr zu sagen. Das war's. Wie gesagt, viele dieser Bücher habe ich eigentlich schon erwähnt. Ich weiß nicht, wie notwendig dieses Video war. Aber ich wollte es trotzdem so für mich zusammengefasst nochmal sehen, wie viel es war. Vor allem von der Statistik her, das fand ich super interessant, dass ich fast 1000 Seiten gelesen habe in Büchern, die ich letztendlich gar nicht beendet habe. Aber besser, sie abzubrechen und sich selber damit einig zu werden, dass sie nichts für einen sind, als wenn ich mich durchgequält hätte und dann es mir letztendlich nichts gebracht hätte, außer mehr gelesenen Seiten. Und ich habe die Seiten, die ich ja auch tatsächlich in den Büchern gelesen habe, ja auch mitgezählt in den Monatsrückblicken oder in den Lesemonaten immer, weil ich sie ja gelesen habe, auch wenn ich das Buch nicht beendet habe. Von daher sind die Seiten ja nicht verloren gegangen. Das war's. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Bricht ihr auch Bücher ab oder lest ihr tatsächlich immer alles zu Ende, auch wenn sie euch überhaupt nicht gefallen? Das machen ja einige Leute, verstehe ich nicht so richtig, warum sich quälen. Aber ja, man bezahlt ja manchmal für so Bücher wirklich viel Geld und wenn man es dann nicht beendet, hat man irgendwie ein schlechtes Gewissen. Das verstehe ich dann schon irgendwie. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye.